Herrn, den können wir ja mal andocken. Speed Andels Oven. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Imperialer Der Grenzbereich. Merkur ist. Der Merkur ist die. Okay, dann machen wir mal hier Handel statt Kommando Universumshändler. akzeptiert. Ich weiß halt nie, ist der jetzt gerade schon ein Universumshändler oder nicht. Das Der siehst du hier Merkur nicht. ist die Das ist neueste das große Errungenschaft Problem. der argonischen Handelsflotte und ein würdiger Genau, Nachfolger des des. Transport. Oh, da haben wir noch die drei Rapier, die wir am Anfang geschenkt bekommen haben. Die wieder noch eine Rapier. Mehr der Fantasie. Das Codex-Xenon. Oh. Größer und ein wenig langsamer als die üblichen schweren Jäger wird die Macht. Wo haben wir die Machete bitte? Ich finde sehr toll, dass das Q uns nicht treffen kann. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Es ist irgendwie komisch, wenn man nicht innerhalb eines Sektors ist, dann ist diese Berechnung des Schadens und bleiben ein bisschen buggy. Und eigentlich sind Xenon Qs dafür bekannt, dass die, obwohl sie nur ein M7 ist, jedes Schiff zerstören kann, wenn man nicht im Sektor ist. Also ziemlich krank. Was haben wir noch? Also, wir haben schon so viel Zeug. Die Claymore, die wir vielleicht bekommen haben. Discover. B. Hier ist auch kein ATF-Schiff, ne? Ach, ist mir ziemlich egal. Ja. Wir wollten erstmal eine Glitzerin holen. Ich glaube, in Ketzers? Nein, im Zentrum der Arbeit ist haben wir dann drauf. Ich glaube, wir uns erstmal eine Glitzerin. Und werden dann in den Sprungantrieb Argonischen erlaubt. Sektor M1-4 10%, abfliegen und mal 20, gucken, ob wir dort 30, unsere. 40, Die 50%, Einstellungen so verändern 60. können, dass die Stationen nicht mehr rot sind, dass wir da andocken dürfen oder so. Weil eigentlich haben wir ja den perfekten Argonenrang. Also, von daher. Sonst müssen wir mit unserem Pelikan an den allerwertesten der Welt fliegen und das ist nicht so lustig, kann man sagen. Es dauert nämlich lange, Erreiche bis wir nach System, Omikron Lyrae Zentrum der dürfen. Arbeit. So, Sonnenkraftwerk XL. Sonnenkraftwerk XL Alpha. Sonnenkraft. Ja, ist immer gut. Andockerlaubnis Auto, Auto. erteilt. Nee. Autopilot aktiviert. Was fliegt denn hier rum? Ach, die drei Rapieren. Rapieren. Ich glaube, wir müssen. Warum waren wir da hinten? Gute Frage. So, jetzt können wir die verkaufen, glaube ich. 4 Millionen. Ich finde es richtig cool, dass sie hier Der unten Baldrick bildet das Rückgrat der das Geld US-7. jetzt in Sie haben K ein Ansehen angeben. gewonnen. Oh, ich habe ein Ansehen gewonnen. Und E, mehr kann ich ja gar nicht lesen, weil da ist meine Windows Taskbar drüber. Berater des Senators, oder? Ja, weil das Problem ist, das seht ihr gar nicht. Hier im unteren Bereich ist meine Taskleiste. Und das Spiel schiebt sich hinter die Taskleiste. Das ist ein bisschen blöd, aber. So, jetzt haben wir 11 Millionen. Also. Es geht. Ja, ich weiß nicht, soll ich die wieder verkaufen? Ich müsste mich mal informieren, dann, wenn ich die Aufnahme beendet habe. Kann man PDF-Schiffe kapern? Oder eigentlich kann ich. Nee, kann ich. Mache ich das nicht während der Aufnahme, weil sonst hört man ja nichts vom Spiel. Das ist ja doof. Voll epilepsiemäßig, wie das hier zwischen Rot und Grün wechselt. So. Andockvorgang erfolgreich. Im Namen unseres Präsidenten und Senators fühlen wir uns geehrt, Sie an Bord willkommen. In Blablabla, wir Verbindung fühlen zum uns nicht örtlichen geehrt. Handel. Dummes Geschwätz. So. Zack, abdocken und Jump Drive. Sprungantrieb wird geladen. Und wird 10%. geladen. So, dann gucken wir mal, ob wir unseren DT
TM dort an die Schiffswächter andocken dürfen, wenn wir ganz nett fragen. Ich glaube, wenn man sagt, ah, dieser Angriff war unbeabsichtigt, dann werden die neutral die Station oder sowas in der Richtung. Mal gucken, sehen wir ja gleich. Erreiche System. Argonischer Sektor M14A. Achtung, Sie durchfliegen gerade militärisches Sperrgebiet. Ändern Sie sofort den Kurs. Gut, unsere TM ist jetzt mal verloren. Argon, Militär, Kolossus. Oder ich sag einfach, flieg mal raus. Mit Glück. Passt das. Also wir dürfen nicht dahin. Gut, in Albion und Prilud. Sie wollen es wohl unbedingt auf die Spitze treiben. Ich bin doch schon weg. Was wollten die eigentlich? Unbedingt auf die Spitze treiben. Ja, machen wir hier jetzt einen Remix. Unbedingt auf die Spitze treiben, laut. Fliege mal nach Omikron Lyrae. Nein, das ist die falsche Richtung. Omikron Lyrae. Oh, und die Schüsse. Andockerlaubnis erteilt. Im schlimmsten Fall wird das jetzt kaputt gemacht, aber. Ist egal, ist egal. So, dann haben wir. Wie viel ist jetzt nochmal die Widerwert? Fünf Mille. Hätten wir halt schon 16 Millionen. Aber wir müssen sowieso mal in die Speed-Sektoren übergeben. Aber wenn dann in die Hauptsektoren des Split. Wenn schon, dann schon. Denn wir müssen jetzt erstmal ein bisschen wieder machen und wir müssen uns einen passenden Split-Rang erarbeiten. Und so. Ich bin gerade mal kurz am Überlegen. Okay, ja. Also. Erreiche System. Familie. Familie. Split Ausrüstungsdock. Split Ausrüstungsdock. Split Handelshafen. Split Handelshafen. Ja, gut, dann Kommunikation. Da ist bestimmt noch die Mission dran, nur die Think-Mission über das. Sie sprechen mit dem. Was wollen Sie, Unartige? Ups. Eingehende Nachricht. In welchem Sektor? In irgendeinem Paradies-Sektor müssen wir abbrechen. Split Ausrüstung. Soll man eigentlich nie machen, aber keine Lust. Ich habe mich verklickt, ich wollte eigentlich nur noch mal das Fenster angucken. Weil das Schiff irgendwie so lustig aussah, was war, glaube ich, eine Bombe von einem Paranoiden. Sie sprechen mit dem automatisierten Yo. Kommunikationssystem. Du wollen Split? Yo. Es geht. Werten Sie sich die Ruhe. Mission nicht mehr. NMMC. Escort. Sie sprechen mit dem automatisierten. Du, dein Mission. Hilo, du. Eingehende Nachricht. Wo soll ich denn hin? Ach so. Wie heißt der Sektor? Tor, Aktionärsgewinn. Turuks Stolz. Hä? Aha. Das erklärt das einige. So. Dann können wir uns mal ein bisschen mit Mission bei den Split wieder ein bisschen einschleimen. Dann haben wir die nötigen Split-Ränge. Wir können eigentlich gleich bei den Split bleiben und da dann die ganze Mission machen. Ist eigentlich egal, bei welcher Rassen wir es machen. Hauptsache, wir bekommen Geld. Dann wird es zwar ein bisschen dauern, bis wir die 40 Mio zusammen haben. Ah, ja. Erreiche System, du ruckst stolz. Erreiche System, du ruckst stolz. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Nur für meine Dings in Feuerreichweite. Mein Gott, ich werde attackiert. Und Angriff. Nochmal ein Auge auf dem Schild behalten. Bei der Ehre der Königin. Nun werden sie sterben.
Ich habe schon gedacht, er wollte aufgeben. Weiß gar nicht, ob man. Ich glaube, ich kann man auch, aber nicht. Die Familie Ronka und die Split-Dynastie erkennen eingehende Nachricht. Kommando akzeptiert. Ja, ich kann die selbst kaum treffen. Achso, die fliegen erstmal aufs nächste Privatschiff hin oder was? Die kennen einfach gar nichts. Harrier ist auch so ein bisschen komisch, warum sagen die nicht Harrier? Da die veraltete Telar die Fledermaus das langsamste Schiff ihrer Klasse war, wurde es außer Dienst gestellt und durch das Telar die Harrier. Auch wieder geil. Dass die da sagen, der Bordcomputer sagt beim Auswählen Harrier und in der Schiffsinformation Harrier. Das ist genauso wie, wie ist das Paranit-Schiff? Die M3. Ich guck mal. Perseus. Ja, Perseus in den. Deswegen heißt er Perseus, aber wenn man es auswählt, glaube ich, sagt der Bordcomputer Perseus. Also ich habe keine Lust, mich um den Kleinkram zu kümmern. Split Delfin. Ah ja, haben die sich hier einen Delfin geklaut? Und wir springen einfach raus. 10%, 20, 30, 40, 50%, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiierung Sprung. Ziel ist nun Ziel ist in nun Feuerreichweite. Jetzt nicht mehr. Ja, so. Dann sind wir jetzt in Turok's Bad, glaube ich. Oder was? Ronkas Wolken? Keine Ahnung. Ne, Turok's Bad 2 und Ronkas Wolken. Erreiche System. Ronkas Feuer. Feuer, ja. Könnte man eben sagen, wobei, wo sind Wolken? Direkt nebendran. Eine Mamba. Split Mamba. Oh, in einem guten Zustand, zumindest für uns gut. Schauen wir mal, was will der? Ich dir jetzt werde übertragen Daten. Hau rein. Transferiert. Die können wir auf jeden Fall gewinnbringend verkaufen. Also Schiffe, die immer ein bisschen Ölenschaden haben, selbst obwohl die gar nicht so viel Schaden hat, muss man auch wiederum sagen, bringen einen immer Gewinn. Es war jetzt nicht der mordsmäßige Hypergewinn, aber wenn man halt mal Glück hat und wir, ich glaube, wir hatten schon mal Glück, wir haben eine Adler oder sowas gefunden. Richtig Glück hat und sowas wie eine Adler findet, eine schöne M6, dann kriegt man halt schon mal ein paar Millionen dafür. So, dann reparieren wir die mal. Ein total spannender Heimarbeit. Also super spannend, das ist. Voll langweilig. Ja, egal, das gehört genauso zum Spiel dazu. Es dauert zwar lange. Es geht eigentlich sogar. Es dauert zwar gelegentlich lange. Mamba, ein bewährtes und tödliches Schiff, das vom Split-Militär. Sonst hat ihr keine Ausrüstung. Der öffentlich ja. Dafür. Aber wenn man sich Mamba versucht, ein billiges Schiff irgendwo aufzutreiben, sind es, glaube ich, keine guten Möglichkeiten. Also ein billiges Schiff, was man dann selbst verwenden kann. Sonst gibt es hier gar nichts, ne? Nee. Wow, wow, wow. Python, das ist keine Panther. Militär, Python. Ich habe irgendwie gerade im ersten Moment Panther gelesen. Und ich so, wow. Wir fliegen mal nach Familienstolz. Denn wenn man bei Schiffswerften so ein Cash-Symbol findet, dann hat man am ehesten Glück, was richtig, richtig, richtig Geiles zu bekommen. Also ein richtig geiles Schiff. Also so ein M6, so. Da wäre schon geil. So ein Drache, ein ausrangierter. Könnte schon was. Aber wenn wir jetzt Pech haben. Dann ist sie in einem sehr guten Zustand. Oder ist extrem überteuert. Split Ausrüstungsstock. Nirgendwo. Immer noch die Harrier. Harrier, Aufklärer. Ich sag auch Harrier. Ein Elefant. Split Lieferant. Elefant. Wenn es da blöd ist, ist genau die gleiche Textur hat wie die ganz großen Schiffchen. Also wie die Python. Naja. So. Springen wir mal weiter. 10%. Obwohl ich, ich glaube, ich gehe lieber dann in die Argonensektoren, weil mit Argonensektoren, die sind relativ viele Sektoren, 9, relativ nah beieinander, da können wir ja, glaube ich, besser Missionen finden als Twin Splits. Weil hier ist es ein bisschen gestreckt, da hast du halt 9 Sektoren direkt nebeneinander geklatscht. Erreiche System, Ronkas Wolken. Split, Discoverer, Split, auch Discoverer, Angreifer, Split, Kaiman. Kaiman.
So, und ab durchs Ostor. Den Trick kennen wir ja auch noch. Da haben wir früher auch immer schön verwendet, dass wir jetzt so ganz billig und ganz schnell zwei Sektoren überprüfen können. Und. Tuff. Erreiche System. Nur ein Cache-Symbol. Antwort-Bomber. Kuss-Niederlage. Ach, unser Birthday-Face. Halbes Patriarchen ist auch noch eins, dann geben wir hier Südkrieg. Sprungantrieb wird geladen. Und vielleicht 10%. ganz oben da den einen Sektor, wo eine Schusswaffe ist, gucken wir nochmal. Ja, ich glaube, ich werde die Facebird einfach mal andocken lassen und die lassen wir einfach mal ein bisschen versauern. Man kann zwar mit der noch ein bisschen Geld nebenbei verdienen, aber naja, Silizium. Erreiche System. Kurs Niederlage. Andockerlaubnis erteilt. Kommando Kuba. akzeptiert. Das ist die Missile-Fregatte von denen, also die M7M. Also, die wird zwar im Spiel jetzt nicht nochmal extra betitelt, aber keiner wissen. Sie sprechen mit dem Motten. Automatisator. Dein Motte. Kommando. Senden Daten. Nee, ist ja voll langweilig. Muss bei dem. Sonnen. Sie sprechen mit dem. Du wollt dein Kommando. Nun senden Daten. Boah. Sie sprechen. Sagen wir dem Facebird, fliege zu Sektor Kommando Kartenstellen. akzeptiert. So, wir haben jetzt mal wieder eine Runde Xenon Invaders. Split Schiffswerft. Docken wir mal noch mal Andockerlaubnis kurz an und erteilt. speichern. Autopilot Ich würde aktiviert. sagen, ich mache jetzt noch die Runde Xenon Invaders durch, obwohl jetzt so gesehen. Ne, ich mache die in der nächsten Aufnahme. Wow! Ach so, sie ist gar nicht so viel, ist nur eine P. Pedro. Es sah halt nur ein bisschen viel aus auf dem Gravidar. Ich meine, mit einer Pep, die hat ja keine Chance gegen uns. Und hier ist in dem Sektor eine Cobra und schwere Drache. Also. Andockvorgang No erfolgt. problema. So, ich müsste jetzt die Aufnahme auch wieder beenden. Diese halbe Stunde Aufnahme war jetzt eigentlich Verbindungsmöglichkeitsnetzwerk nur hergestellt. um, damit ich für 3 Wochen Videomaterial habe. Da habe ich nämlich knapp 21 Folgen zur Verfügung. 7, 14, 21 sind 3 Wochen. Habe ich ein bisschen im Voraus produziert und da habe ich ein bisschen Puffer. Denn es gibt auch mal Tage, Eingehende Nachricht. wo man keine Lust hat, irgendwas zu machen. Ah, okay. Der Facebook. Dann würde ich sagen, das war es auch wieder mit dieser relativ kurzen Aufnahme. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme, respektive Folge. Lifemaker over and out.